Hello, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video widmen wir uns einem der schönsten Themen überhaupt, und zwar Weihnachtsgeschenken. Das hier ist so ein kleiner Gift-Guide. Ich habe über 50 Geschenkideen ab 50 Cent zusammengesucht. Deswegen bin ich mir sicher, dass hier wirklich für jeden von euch etwas dabei sein wird. Und da ich so viele Ideen habe, wird das Video auch ein bisschen länger. Also schnappt euch ein Getränk, macht es euch gemütlich und lasst euch inspirieren. By the way, Leute, dieses Licht vom Weihnachtsbaum regt mich so unfassbar auf. Ich hatte vorhin schon fast einen Mental Breakdown. Ich habe nämlich 7-mal die Kamera gewechselt, 10 Einstellungen ausprobiert. Denn normalerweise weiß ich, wie ich so ein Flackern bei Lichtern löse. Kann. Aber heute hat einfach gar nichts funktioniert. Deswegen, das gerade ist so das bestmöglichste Szenario, das ich irgendwie geschafft habe. Ich hoffe, dass das Flackern euch nicht nervt. In diesem Bildschirm hier ist es noch sehr wahrnehmbar. In einem anderen Bildschirm konnte man es schon wieder gar nicht erkennen. Deswegen weiß gerade selber nicht genau, wie am Ende dieses Video aussehen wird, aber ich hoffe, es passt. Wenn es ganz schlimm ist, verdecke ich das jetzt hier wahrscheinlich mit einem Emoji. Kategorie Lifestyle. Hier haben wir einmal eine Kerze zum selber machen. Ebenso wäre ein Weihnachtsbaum-Anzucht-Set auch eine Idee. Ich finde das irgendwie so süß, wenn das Geschenk dann auch an Weihnachten kommt, dann hat man ein Jahr lang Zeit, schon mal anzufangen, etwas Weihnachtsbaumartiges anzupflanzen, und in ein paar Jahren hat man vielleicht einen richtigen Weihnachtsbaum. Ein Cocktail-Shaker-Set haben wir tatsächlich selber auch schon öfter verschenkt und kam immer sehr gut an. Ein Family-Escape-Room-Game. Für meine Familie wäre es, glaube ich, nichts, aber ich weiß, dass es für sehr viele Familien genau das passende Geschenk wäre. Ebenso ist ja zum Beispiel Siedler von Catan eins der Favorite-Spielen von ganz, ganz vielen Familien. Und zum Beispiel gibt es da auch so Erweiterungen, wie zum Beispiel dieses Erweiterungspack, das heißt Seefahrer, und das könnte man natürlich auch super verschenken. Oder auch so ein Handyband zum Umhängen ist auch eine praktische Idee. Und hier hätten wir noch ein Starter-Chili-Set zum Pflanzen. Das habe ich auch schon öfter verschenkt. Das ist ein Multifunktionskugelschreiber. Der hat zum Beispiel ein integriertes LED-Licht, eine integrierte Wasserwaage. Mit dem kann man aber auch etwas messen und natürlich auch schreiben. Also ganz, ganz viele weitere Sachen. Und hier hätten wir noch ein Bastelset für eine Mondlampe. Also wenn ihr jemanden in der Familie habt, der so ein bisschen kreativer unterwegs ist, dann wäre das eine sehr schöne Geschenkidee, oder auch im Freundeskreis. Widmen wir uns jetzt Geschenkeideen aus der Kategorie Gesundheit. Denn ich finde, Gesundheit ist eines der schönsten und wertvollsten Dinge, die man eben verschenken kann. Und gleichzeitig sind es auch irgendwie die liebevollsten Geschenkideen, weil man damit eben zeigt, dass einem das Wohlbefinden der anderen Person wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, 2024 hat niemand mehr Interesse, Geld auszugeben für Sachen, die man am Ende danach sowieso nicht verwendet oder die irgendwie sinnlos wären. Und in der Kategorie Gesundheit ist, glaube ich, nichts sinnlos. Einmal hätten wir hier so ein Feinkost-DIY-Pizza-Set. Finde ich tatsächlich eine wunderschöne Geschenkidee. Denn wer liebt es nicht, Pizza zu machen? Aber das ist halt einfach wirklich eine coolere Version davon. So Fitnessbänder habe ich auch zu Hause, liebe ich. Und vor allem ist die Motivation, im Januar mit Sport anzufangen, einfach so hoch wie noch nie, weil ich selber ein großer Fan davon bin, ein Guasha-Stein, gesunde Kochbücher, ein Aromatherapie-Diffuser, eine Yogamatte, so ein Fitness-Tracker oder, was ich auch eine sehr schöne Geschenkidee finde, ist zum Beispiel so eine Wasserflasche, die irgendwie auch so ein bisschen motivierend ist. Die kann man auch immer wieder verwenden und sie sieht auch einfach schöner aus. Hier geht es natürlich nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch um die seelische Gesundheit. Deswegen finde ich so eine 6-Minuten-Journal auch eine sehr schöne Geschenkidee. Hatte ich euch auch schon öfter in meiner Story verlinkt. Ich habe davon einfach schon mehrere voll gemacht. So eine gesunde Snack-Überraschungsbox, Bluetooth-Kopfhörer für den Sport. Hier ist auch so ein Aufsteller mit ganz vielen verschiedenen Affirmationen. Finde ich auch total schön. Und ganz wichtig, alle Geschenkideen, die ich euch in diesem Video präsentiere, sind in der Infobox verlinkt. Das heißt, wenn ich euch mit irgendetwas inspirieren konnte oder ihr euch irgendwas nochmal genauer anschauen möchtet, euch abspeichern möchtet etc., dann schaut einfach in der Infobox vorbei. Dort findet ihr, wie gesagt, all die ganzen Links. Ich habe auch extra darauf geachtet, Produkte zu wählen, die einen sehr schnellen Versand haben, sodass sie eben auch noch rechtzeitig ankommen werden und ihr euch da keinen Stress machen müsst. Und by the way, für mich die coolste Idee aus dem Bereich Gesundheit zu verschenken wäre ein Entsafter. Ich packe euch hier mal gerade das Rezept zu diesem Saft hier rein. Den haben Jonas und ich heute Morgen gemacht. Wir nennen den liebevoll Santa's Immune Booster. Er sieht weihnachtlich aus und enthält sehr wertvolle Nährstoffe. Boah, für den hier eine rote Beete, 2 Äpfel und 8 Möhren. Und Jonas und ich haben seit diesem Jahr einen Entsafter, und für uns war das wirklich der Gamechanger 2023. Ich finde, Juicing ist viel mehr als nur Entsaften. Das ist einfach eine Form von Selfcare. Einfach für ein fitteres, gesünderes und glücklicheres Selbst. Und falls ihr dieses Jahr auch einen Entsafter verschenken möchtet oder euch selbst gönnen möchtet, dann kann ich euch die Brand Hurom empfehlen. Da habt ihr nämlich 10 Jahre Garantie auf dem Motor, was so richtig krass ist. Und die haben die patentierte Slow Squeezing Technology. Dabei werden Obst und Gemüse langsam und schon mit Hilfe von so einer Schnecke gepresst, gefiltert und gemischt. Ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen, als würde eine Orange per Hand gepresst und nicht wie bei herkömmlichen Entsaftern einfach nur mit hoher Geschwindigkeit zermahlen. Ich packe euch in die Infobox auch einen Link zu unserem Entsafter. Das ist der H330P von Hurom. Und der ist auch ganz vielseitig einsetzbar, was einfach ganz viele nicht wissen. Ihr könnt damit nicht nur Saft machen, sondern zum Beispiel auch Nussmilch oder Eiscreme. Ich blende euch hier auch mal einiges an Inspo ein. Zum Beispiel hatte Jonas auch letztens einen Glühwein gemacht mit frischen Früchten. Und es gibt auch ganz viele Zero-Waste-Rezepte. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch mit dem Trester Kuchen machen oder Weihnachtsplätzchen. Also die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Ihr merkt, so ein Entsafter ist wirklich eine super schöne Geschenkidee für wirklich
sehr, sehr viele verschiedene Menschen und ich habe auch gerade einen Code und zwar lautet der XLETTER10. Da bekommt ihr 10% Rabatt auf das gesamte Hurum-Sortiment. Und ihr bekommt beim Kauf von meinem Juicer, also dem H330P, auch noch das Hurum Care Package gratis dazu. Es geht, solange der Vorrat reicht, denn die Aktion ist wirklich sehr krass, denn darin enthalten ist einfach ein Dörrgerät, ein Minimixer, ein Vakuumkrug, ein Rezeptbuch und auch noch ein Becher. Und das Ganze hat einfach einen Gesamtwert von 272 Euro. Ich packe euch auch nochmal alle Informationen in die Infobox. Da findet ihr dann auch nochmal den Code, wenn ihr nochmal nachschauen möchtet. Das Ganze gilt bis zum 31.12. Also schaut da unbedingt vorbei und nutzt die Aktion sehr gerne, falls ihr auch einen Entsafter dieses Jahr verschenken möchtet. Unter dem Aspekt Technik hätten wir hier einmal eine LED-Nachttischlampe. Die finde ich super zeitlos und praktisch und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie sehr vielen gefallen könnte. Ein etwas größeres Geschenk könnte eine Drohne sein. Diese hier zum Beispiel kann ohne Kompetenznachweis geflogen werden. Allerdings, ich sag's direkt dazu, braucht man zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, die auch Drohnen mit einschließt. Und man muss natürlich auch ein paar andere Sachen beachten. Aber eine Drohne ist natürlich auch eine wahnsinnig schöne Geschenkidee. Oder wie wäre es mit einer Actioncam? Oder eine Vlogcam? Vielleicht habt ihr auch jemanden in eurem Freundeskreis, der zum Beispiel mit Social Media anfangen möchte oder eben generell viel unterwegs ist und viel irgendwie mitfilmen möchte. Das ist meiner Meinung nach so einer der besten All-in-One-Lösungen momentan. Und hier hätten wir so ein UV-Reinigungsgerät. Da kann man dann seinen Zahnbürstenkopf reinpacken. Ein Kindle ist meiner Meinung nach auch immer eine wunderschöne Geschenkidee. Ebenso dieser 3D-Stift. Ich hatte mal einen vor Jahren und Leute, den werde ich glaube ich niemals vergessen. Das macht definitiv Spaß. Und was auch sehr praktisch ist, aber tatsächlich viele auch noch nicht haben, ist so ein Musiklautsprecher, der allerdings wasserfest ist. Die Katzen kämpfen gerade im Hintergrund. Und das ist eine Geschenkidee, die ich tatsächlich in, glaube ich, jedem Geschenkeideen-Video verlinkt habe. Allerdings weiß ich, dass es wirklich immer sehr viele bestellt haben. Deswegen packe ich es auch natürlich in dieses Video rein. Und zwar ist es so ein Nacken-Rücken-Massagegerät. Und auch eine schöne Geschenkidee habe ich selber auch schon mal verschenkt. Eine elektrische Wärmedecke. Das Licht da draußen verändert sich einfach die ganze Zeit. Deswegen wundert euch nicht, wenn hier manchmal alles so ein bisschen anders aussieht. Ich versuche es hier mit den Kameraeinstellungen so ein bisschen zu retten. Weiter geht's mit der Kategorie Freunde. Was ich da auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass generell Karten zu verschenken immer sehr gut ankam. Deswegen habe ich hier so ein paar Fragekarten als mögliche Geschenkidee. Oder vielleicht solche Quizkarten. Oder auch so Motivationscards. Und was ich auch eine super schöne Geschenkidee finde, ist eine Komplimentebox. Sehr kitschig, aber ich weiß, dass sich einige darüber freuen würden. Und zwar ist es ein Schlüsselanhänger mit so Botschaften drauf. Dann eine Runde Stadtland-Weihnachten kann man dann auch direkt an dem Abend spielen. Versteht jeder, das Spiel braucht nicht viel Erklärungsaufwand. Hier hätten wir einmal so ein Knobeln. Rätselbuch. Und dass es natürlich auch immer welche gibt, die sich zum Beispiel einfach nur Geld wünschen, weil Geld natürlich auch irgendwo ein sehr sinnvolles Geschenk sein kann, wenn man eben sonst gerade gar nichts braucht, außer eben ein bisschen Cash. Was man dann natürlich machen könnte, um einfach das Bargeldgeschenk ein bisschen aufzuwerten, ist sich eine sehr schöne Box für Geldgeschenke zuzulegen. Ebenso könnte man das bei dieser Idee machen. Das ist quasi etwas für die, die nichts wollen, aber man trotzdem etwas schenken möchte. Dann eine sehr klassische Geschenkidee, bei der es aber auch einfach kein Zufall ist, dass sie immer noch zu den beliebtesten Geschenkideen gehört, denn sie macht doch einfach Sinn und damit kann man sehr vielen Leuten eine Freude bereiten und zwar geht es um Bücher. Neben diesem Klassiker Das Café am Rande der Welt, was glaube ich das meistverschenkteste Buch zu Weihnachten überhaupt ist, wäre das hier eine Alternative, die allerdings sehr ähnlich ist und zwar The Big Five for Life. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden in eurem Freundeskreis, der irgendwie sagt, Das Café am Rande der Welt hat mein Leben verändert. Dann wäre das zum Beispiel das passende Geschenk. Generell sind natürlich auch Bücher zum Thema Selbstoptimierung vor allem zur Weihnachtszeit ein Trend, denn mit dem neuen Jahr hat man ja auch besonders viel Motivation, neue Dinge umzusetzen, ein paar Veränderungen zu erzielen. Und warum sollte man diese extra Motivation nicht auch mitnehmen? Natürlich zieht man nicht auf einmal neue Verhaltensweisen durch, nur weil der Erste ist. Aber die extra Motivation verleitet einen vielleicht doch dazu, ein paar mehr Sachen zu hinterfragen als sonst. Und deswegen finde ich so Selbstoptimierungsbücher ganz spannend, vor allem zu Weihnachten. Hier haben wir einmal die 1%-Methode. Vielleicht kennt ihr auch Miracle Morning. Fand ich persönlich auch super cool. Das Buch hier lese ich momentan. Think and Grow Rich. Das wird ja auch so hart gehypt und empfohlen. Bis jetzt finde ich es nur Medium tatsächlich. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, finde ich auch eine sehr schöne Geschenkidee. Zum Beispiel auch für jemanden, der gerade erst dieses Jahr angefangen hat, selbst eigenes Geld zu verdienen oder generell einfach noch nicht so viel Kontakt mit dem Thema Finanzen hatte bis jetzt im Leben. Auch ein krasses Buch, Jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Die 5 Sprachen der Liebe. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich finde, dass jeder dieses Buch einmal in seinem Leben lesen sollte, weil ich finde das wirklich gut. Der Ernährungskompass, wie ihr wisst, ich feiere es einfach sehr, Gesundheit zu Weihnachten zu verschenken, deswegen schlaue Idee. Generell finde ich das Thema Biografie noch immer super spannend. Das ist jetzt einfach nur stellvertretend ein Beispiel dafür. Zum Beispiel möchte ich meinem Papa dieses Jahr eine Biografie schenken. Allerdings dann zum Beispiel nicht von Barack Obama, sondern zum Beispiel von einem gewissen Sportler. Und ich finde, das ist auch immer eine sehr schöne Geschenkidee für Leute, bei denen man sonst überhaupt gar keinen Plan hat, was man denen schenken soll. Diese Person wird wahrscheinlich einfach nur Interessen haben, die nicht unbedingt eure Interessen sind, aber vor allem dann findet man sehr leicht eine passende Biografie. Oder, das hatte ich auch mal geschenkt bekommen, ist so ein Spaßbuch. Ich habe zum Beispiel Erziehen ohne Schimpfen und
Frauen schreien, das pädagogisch wertvolle Buch über harmonische und gewaltfreie Kommunikation mit Kindern geschenkt bekommen. Man könnte daraus halt wirklich einen kleinen Gag machen, den man vielleicht gewissen Familienmitgliedern, die es wirklich nötig haben, ein Buch über Narzissten schenkt. Vielleicht startet man damit auch den nächsten Familienstreit, aber ein Versuch ist sehr wert. Kategorie Fashion und Beauty. Eine Sache, die ich einfach verdammt sinnvoll finde, sind sowas wie Haarklammern. Ich freue mich einfach immer sehr, wenn ich sowas geschenkt bekomme, denn ich verliere sie da und bei mir gehen sie kaputt. Ich brauche sie allerdings täglich. Das gleiche gilt für Haargummis oder zum Beispiel auch einfach eine Lippenpflege. Das sind Basic-Geschenke, die kosten teilweise auch wirklich nur ein paar Cent. Aber es ist aufmerksam, sie zu verschenken und vor allem werden sie auch einfach genutzt. Und das ist ja wirklich das Wichtigste bei Geschenkideen. Ich kenne niemanden, der eine Lippenpflege, Bobbypins, Haargummis oder eine Haarklammer geschenkt bekommen hat und es dann nie verwendet hat. Und jedes Mal im Alltag, wenn die Person dann zum Beispiel die Haarklammer verwendet, dann denkt sie einmal kurz an euch. Also irgendwie voll die schöne Sache, für die man auch definitiv nicht viel Geld braucht. Dann habe ich hier so richtig süße Weihnachtssocken rausgesucht. Ich persönlich mag es immer sehr gerne, Socken geschenkt zu bekommen. Ich verschenke tatsächlich auch sehr gerne Socken. Es ist ein absolutes Basic-Geschenk, aber es ist so ein bisschen wie zum Beispiel bei Büchern. Es hat ja einfach seine Gründe, warum es funktioniert. Dann habe ich hier so ein Dior Coffee Table Book. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn ich das geschenkt bekommen würde dieses Jahr zu Weihnachten. Auch eine Sache, die ich total cool finde, sind so Ugly Christmas Sweater zum Verschenken. Davon gibt es auch sehr viele verschiedene Varianten. Zum Beispiel hier etwas für so Nerds aus eurem Umfeld oder generell für die Fashionista eben einfach noch der modisch hässlichste Christmas Sweater. Die Auswahl ist gigantisch. Es ist ein Trend. Den kann man dann auch jedes Jahr wieder auspacken. Es ist lustig. Also wie wäre es zum Beispiel der ganzen Familie ein Ugly Christmas Sweater zu verschenken, den dann einfach jedes Jahr jeder wieder auspackt und es dann eine sehr süße Tradition wird. Hier ist noch so ein richtig süßer Buckethead. Der gefällt mir sehr gut. Ich finde sowas wie Basic Mütze und Handschuhe zu verschenken, schon ein bisschen zu langweilig. Das ist für mich was anderes als Socken, aber grundsätzlich sind sie natürlich sehr praktisch, deswegen fände ich zum Beispiel so eine Variante cooler. Oder zum Beispiel auch diese hier, das ist eine Mütze mit einem integrierten LED-Licht. Auch eine schöne Geschenkidee wäre zum Beispiel ein neuer Geldbeutel, denn ich finde, dass sich die Anforderungen an einen Geldbeutel einfach in den letzten Jahren so krass verändert haben. Früher hatte man noch viel mehr Bargeld dabei, das hat sich ja durch die Pandemie und einfach so das ganz normale Konsumentenverhalten verändert. Portemonnaies werden einfach immer kleiner und deswegen gibt es wahrscheinlich auch einige Leute in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, die da auch Bock hätten auf ein kleines Upgrade in dem Sinne, dass sie ein kleineres, kartenfreundlicheres Portemonnaie bestimmt gebrauchen könnten. Schmuck, immer eine tolle Geschenkidee. Zum Beispiel habe ich hier ein Swarovski-Armband rausgesucht oder zum Beispiel auch eine Kette mit Initialen. Generell personalisierter Schmuck, auch immer eine gute Geschenkidee. Nicht nur zu Weihnachten, auch für Valentinstag kann man sich immer merken. Hier habe ich noch eine Silvester-Glitzer-Tasche rausgesucht. Wenn ihr zum Beispiel schon wisst, mit wem ihr Silvester feiert, dann könnt ihr dieser Person auch etwas thematisch Passendes schenken. Zum Beispiel etwas, was ihr dann eben gemeinsam an dem Silvesterabend machen könnt. Sei es jetzt ein Spiel oder irgendwas zum Thema Essen oder eben eine Sache, die ihr an dem Abend tragen könnt. Also ein Fashion-Piece, Fashion-Accessoire. Flauschige Hausschuhe. Ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, die so ein bisschen cooler aussehen, weil ich finde, die sind so im Van-Stil. Oder eine Hoodie-Decke. Das ist einfach auch total praktisch und cool. Achtet generell bei Geschenkideen immer darauf, in was für Lebensumständen sich die Person zum Beispiel befindet. Zieht sie gerade um? Hat sie gerade ein neues Auto gekauft? Oder ist sie zum Beispiel schwanger? Denn diese einzelnen Themenstrukturen eröffnen nochmal ganz andere Geschenkideen. Zum Beispiel allein zum Thema Schwangerschaft gibt es unendlich viele. Ich blende euch hier mal ein paar zur Inspiration ein. Vergesst jetzt natürlich nicht, bei all diesen ganzen Geschenkideen in der Infobox vorbeizuschauen. Wie gesagt, da findet ihr alles verlinkt. Und falls ihr den Entsafter shoppt, dann denkt auch an meinen Code. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Video nächsten Sonntag. Tschüss!